Willkommen zurück bei Folge 3 unseres Pokémon Nuzlocke Ultra Challenge Deluxe Triple Trouble YOLO Swag Herausforderungs Let's Play. Und ja, wir haben jetzt da zwei Dinge aufzulösen. Erstens, welches Pokémon wird Philipp sich jetzt holen? Weil er das erste Pokémon, das er jetzt findet, muss er fangen. Und zweitens, wie geht meine Geschichte weiter und darauf habt ihr eigentlich gewartet? Genau, und dann ist die Frage, was machen wir zuerst? Ich würde sagen Pokémon, ne? Spiel weiter, wir gucken jetzt erst mal, welches Pokémon kommt und dann wissen wir mehr. Hoffentlich taugt sie. Radfratz. Yay! Yeah! So viel Glück kann man noch nicht haben. Also das Spiel macht es ja auch einfach. Aber ist okay. So. Taubsis gibt es hier, glaube ich, sogar nur auf Level 3, oder? Ich glaube, oder ja. Da gibt es auch Vierer. Es gibt nachher in dem anderen Bereich, wo ich dann aber wahrscheinlich dann Radfratz hoffentlich fangen werde, gibt es die auch auf Level 5. Willst du kein Nidoran? Benutze ich noch einen Tackle? Einer geht noch, du wirst keinen Volltreffer machen. Komm, Volltreffer. Oh. Yes. Okay, gut. Was sagst du mit Nidoran? Hättest du da keinen Bock drauf? Doch klar, aber das ist noch an einer anderen Stelle. Aber kann man nicht hier... Was kann man denn am Anfang jetzt finden? Gibt es da nicht auch noch Möglichkeiten, Nidoran hier schon zu bekommen? Nidoran kann ich gleich holen, ja. Wenn ich Glück habe. Aber da muss ich dann halt erst... Das meine ich ja. Also willst du lieber ihn oder lieber Radfratz zuerst? Lieber Nidoran. Okay. Aber die Sache ist ja, ich muss ja die Chancen erhöhen, dass ich das Nidoran kriege. Deswegen gehe ich erst gleich in den anderen Bereich, um Radfratz wo ich dann Radfratz hole, damit ich auf jeden Fall nachher das Nidoran kriege. Das ist gut. Ja. So, Taubsi wurde gefangen. Ja, im Pokédex-Eintrag, welche Nummer Taubsi? Ich glaube... 15? Ja, ich glaube auch. Gucken wir mal. 16. 16. Oh, knapp vorbei. Ja, natürlich, die ersten drei sind ja... Sind ja schon 9? Nein, sind 15. Nein, sind 9. Die haben noch jeweils 3x3, sind 9. Stimmt. Was ist denn... Ja, Radfratz ist davor, ne? 9, 10, 11? Ne, was ist denn noch davor? Radfratz entwickelt sich noch weiter, ist 10, 11. Ja. Weiß ich gar nicht. Pikachu war, glaube ich, 25. Ja. Natürlich will ich ein... Okay. Nenn ihn doch einfach Boss. Okay. So, ich glaube, während Philipp jetzt hier seinen Taubsi benennt... Taubi ist Philipp. Ich glaube, ich habe meinen Taubsi Taubi genannt. Tatsächlich, ja. Ich überlege ganz, wie ich auf Taubi auch komme. Ich meine, ich habe es so genannt. Kommen wir jetzt sofort zu meiner Geschichte. Also, ja, wir erinnern uns daran, auch heiß. Bei uns wurden im Betrieb quasi Kameras ausgeliehen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, also sehr bitter. Und jemand hat die Kameras nicht zurückgebracht. Warenwert, Sachwert, 6.000 Euro. Also, das ist halt nicht nur einfach ein doofer Betrug irgendwie, sondern es geht dann ja auch noch gegen einen Laden, der so schon eigentlich gar kein Geld hat. Ja, ist nicht so, dass wir in der Kohle schwimmen und wir machen das eigentlich so als Service. Weißt du, jeder kann kommen und sich das ausleihen für super wenig Kohle, ja. Und deswegen ist das besonders traurig. Und wir waren auch ich war auch besonders dumm, dass wir das überhaupt, dass uns das so spät erst aufgefallen ist. Wobei, er war wahrscheinlich dann schon über alle Berge. Denn, bis heute, quasi sagt er uns immer noch so, ja, ich komme dann bald vorbei, so nach dem Motto. Aber wir sind dann irgendwann so misstrauisch geworden, dass wir angefangen haben zu recherchieren. Und wir haben am Ende ein 20- oder 30-seitiges Dossier über diesen Herrn zusammengestellt, ja. Und haben ganz viel rausgefunden. Also auch über seine ehemaligen angeblichen Firmen und wo er überall dabei war und so weiter und so fort. Und alte Handynummern und Aufträge und was weiß ich nicht was. Ja. Und was dabei besonders bitter ist, dass wir hätten damals schon rausfinden können, dass das ein Betrüger ist. Ja, Radfratz. Bei Philipp klappt halt alles. Ein Level 3 Radfratz sogar. Und haben dann gesehen... festgestellt, okay, jetzt führt kein Weg dran vorbei, wir zeigen ihn jetzt an. Da haben wir ihn angezeigt bei der Polizei und dann haben wir auch am nächsten Tag, habe ich dann einen Anruf bekommen vom Kriminalhauptkommissar und der hat mir dann auch nochmal erzählt, dass gegen den Herrn bereits ein Haftbefehl vorliegt, dass er das seit Jahren macht, dass das seine Masche ist. Und wir haben auch noch online gefunden, der hat auch damals mal so einen Taxifahrer ausgenommen, hat dem Taxifahrer erzählt, ey, yo, der war ein Rentner und hat sich mit Taxifahrt noch was dazu verdient. Hat dem Taxifahrer gesagt, ey, hat ihn singen hören, mach mal meinen nächsten Film mit, ich habe hier so eine Förderung bekommen, ja. Und du kriegst von mir 35.000 Euro Honorar und dann hat dieser Taxifahrer ihm aber erstmal Laptops kaufen lassen und auch was vorausstellen lassen, das hat der Taxifahrer nie zurückbekommen, hat den Taxifahrer bedroht, am Ende wurde er verurteilt zu 30.000 Euro Schadensersatz sozusagen, aber bei ihm ist natürlich nichts zu holen. Wie man sieht, hat er nichts davon gelernt, das war 2012 oder 2008, als das gelaufen ist, 2012. Wirklich ein richtiges Arschloch, der Typ.
läuft also rum, zieht auch andere Läden ab, zieht auch Firmen ab. Wir haben auch mit Firmen Kontakt aufgenommen, die auch, die ihn als Auftrag hatten und wo er auch die Kohle einfach kassiert hat und sogar gefilmt hat. Der war 3 bis 4 Tage Film bei einer Firma, hat ein Kackwerk den geschickt und hat dann gesagt, ja, der richtige Schnitt kommt noch, hat sich verpisst mit der Kohle. Oh, also richtiger Vollhorst. Und selbst wenn wir gegen den am Ende einen Rechtstitel erwirken, was weiß ich was, wird wahrscheinlich nichts zu holen sein. Was übrigens der Funfact war, als ich dann damals, also als ich mit der Recherche anfing, habe ich erstmal seine Adresse gegoogelt und gesucht. Und das allererste, was kam, als ich die Adresse eingab, ein Link zu meinezwangsversteigerung.de. Also ungelogen, vor 2 Tagen wurde sein Haus zwangsversteigert. Super geil, oder? Also da sieht man schon, wo es ist. Und die Polizei, jetzt muss ich auch die Polizei kritisieren, die hat der Kriminalhauptkommissar. Nur ganz kurz, in der Zwischenzeit habe ich einen Radfratzen namens Henk gefangen. Ne? Sehr gut, das finde ich gut. In der Zwischenzeit hat der Kriminalkommissar uns auch gesagt, ja, ein Haftbefehl liegt schon vor gegen den, der ist aber untergetaucht. Und ich muss dazu sagen, Haftbefehl liegt vor. Das heißt, der hat also schon Anzeigen gegen sich und der wird gesucht. Ja. Aber wie wird er gesucht? Also wir wussten zum Beispiel, wo er wohnt und wo er sich rumtreibt. Das wird die Polizei auch gewusst haben. Mhm. Also habe ich klugerweise bei den Pfandhäusern in diesen Ortschaften angerufen und in 2 Pfandhäusern treibt er sich aktuell rum. Krass. Das heißt, diese Polizisten, also die Kripo, hätte den doch schon längst haben können und uns vor Schaden bewahren können. Weil was will er denn sonst machen, wenn er Technik zum Beispiel klaut? Was macht er damit? Klar, er versucht es vielleicht auf den Schwarzmarkt loszuwerden, aber der versucht erstmal die zu verpfänden. Ja, aber zum Schwarzmarkt muss man ja auch erstmal hinkommen. Ne? Ja, aber ich glaube schon, dass der in diesen 7 Jahren oder wie viel auch das sind, Erfahrungen das wahrscheinlich geschafft hat. Und da war ich ein bisschen enttäuscht von unserem Freund und Helfer und dann meinte der Polizist so, ja, ruf ich da auch mal an. Da fühlt man sich und meinte auch so, wir haben ja das Dossier eingereicht. So eine Vorrecherche habe ich ja noch nie gesehen. Richtig toll. Das war ja richtige Polizeiarbeit von denen. Also, da fühlt man sich doch richtig gut aufgehoben, oder? Ja, das ist die Frage. Sie sollten mal Detektiv werden, der Laie. Jetzt können die meinen Nachnamen. Hatten wir doch eh schon längst. Oder? Ja, wahrscheinlich schon. Entschuldigung, sonst piepen wir das aus. Ja, genau. Übrigens nur jetzt noch kurz wieder, um zum Spiel zu kommen. Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich hoffentlich einen Nidoran fangen kann. Tut mir leid, dass wir jetzt so abgelenkt wurden, aber ich hoffe, die Story hat euch auch so gepackt wie mich. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt und uns bei der Suche nach dem Herrn Wissen helfen wollt, denn wir sind gerade dabei, ihn zu fangen und wir werden es schaffen, dann schreibt uns ein Like, Comment und Subscribe. Und eine Live-Verbrecherjagd. Ja, wir werden noch einen Link unter dem Video zu unserer Verbrecherjagd-Facebook-Seite linken. Ich weiß nicht, nightwatchmünster.de oder so. Auf jeden Fall. Also in den Comments gibt's mehr dazu. So, nach den Regeln habe ich zwar jetzt den Radfatz gefunden, aber das darf ich natürlich jetzt töten, weil ich es schon gefangen habe. Genau. So komisch, dass es jetzt so ruhig ist. Jetzt muss ich wieder mitreden, ne? Weil du fertig bist. Ja, ich esse gerade ein. Kann ich nur empfehlen. Ich bin generell ein sehr großer Süßigkeiten-Fan. Du bist ein Sweet Tooth, wie man in Anglizalien sagt. Ja, oder eine Naschkatze. Mhm. Ein Schleckermäulchen. Und ein Leckermäulchen. So. Ein Schleckermäulchen bin ich vielleicht auch. Und. Bounty, Snickers, alles super. Also, Habitat muss ich jetzt nehmen. Lol. Schade. Aber Habitat finde ich irgendwie auch cool. Sieht geil aus. Habitat, aber Ibitak fand ich immer scheiße. Vielleicht ist Habitat ja das Vieh, was vor Taubi kommt im Pokédex. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall habe ich. Und die beiden Nidoran vielleicht. Genau, die beiden noch dazwischen. Sind so bei 11, 12, 13, 14, 15. Kommt genau hin, ja. Ich esse super gern Snickers und Bounty auch. Interessiert's, aber ich habe jetzt gerade ohne hier Produkte platzieren genau, zu wollen. Weil wir nämlich von gut und günstig. Das ist die Edeka-Sparmarke, die es auch im Markhoft unter anderem gibt. Da gibt es auch diese. Das ist ja eine Firma von Edeka, glaube ich, auch jetzt Markhoft. Genau, das sind gehören zum gleichen Großkonzern sozusagen, genau. Und der hat gerade einen Schnabel benutzt, muss ich gerade sagen. Dass, das ist nicht so cool, das ist fies. Nee, ich weiß nicht, ob ich das Pokémon erstmal wechseln soll, aber ich habe nur 2 Level 3er oder ob ich jetzt schnell ein Pokéball. Wirf einen Pokéball, ich glaube, du kriegst es. Wirf einen Pokéball. So. Ich drücke einfach unten B. Das hilft auf jeden Fall. Yeah! Geil. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zum Interessanten, habe ich gerade die gefälschten, also die nachgemachten Erdnussriegel. Die heißen auch wirklich Erdnussschokoriegel oder sowas. Und die schmecken auch sehr gut. Schmeckt natürlich nicht wie das Original-Snickers, aber kann man empfehlen. Und genauso die Bounties.
Übrigens, wer Mars lieber mag als Snickers oder Bounty, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also Bounty mag ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich bin ein riesen Snickers-Fan auch. Ja, Bounty hat... Aber Bounty... Bounty kann ich verstehen. Da muss Kokos, man so lange dran kauen. Achso, ja, so. Kokos ist ja generell immer so eine Sache, auch von der Konsistenz. Das kann ich verstehen. Aber ich finde, Mars oder Snickers ist eindeutig Snickers. Ich muss jetzt irgendwie sagen, ich habe irgendwie eher so das Gefühl, dass für Habitak der Name Hank viel besser gewesen wäre. Ja, den nennst du einfach... The Tank. Okay. Ich hätte es Heino gesagt. Nee. Heino oder Habitak? Nee, auf diesen Bandwagon springe ich nicht auf. Heino hat bei mir in meinem Leben nichts zu suchen. Wir kannten übrigens, du kennst doch auch noch Heino. Wir kannten Heino. Ja, aber ich habe jetzt eher an den Heino gedacht. Ach so. Ich finde den, übrigens die Werbung, in der Heino vorkommt. Jetzt haben wir Hank und The Tank. Ich finde, dass Heino in der Werbung, in der vorkommt, diese Debitel. Irgendeine Handywerbung, ja. Finde ich witzig, dieses der Star, und das ist so ein bisschen selbstironisch, dann kommt halt der Tarif sozusagen, das finde ich gut. Also ich schüttel gerade sehr angewidert meinen Kopf, ich finde die Werbung total scheiße. Du bist wahrscheinlich auch einer von denen, die auch die Check24-Werbung kacke finden. Ich liebe diese Werbung, wie die Leute da dancen. Ach so. Nee, ich finde die scheiße. Ich liebe die Werbung, ich finde den ganz geil, und also ich lasse mich davon nicht provozieren. Also ich krieg davon natürlich immer einen Ohrwurm, weil die Musik geil ist. Everybody dance now. Das ist doch geil. Ja, natürlich, die Musik ist geil. Aber die auch Werbung, der Tanz, ist geil. Also... Ich bin immer froh, dass ich noch 5 Sekunden skippen kann. Bei Reddit in den... Falls wir gerade dafür Werbung gemacht haben, tut's mir natürlich leid. Ich finde, Check24 hat sich das verdient. Wenn sie so mutig sind und so viel Hass auf sich ziehen, sie haben ja sogar sie haben die Werbung ja selbst hochgeladen und Kommentare und Bewertungen zugelassen. Das finde ich cool. Echt? Das ist offen. Und ich überlege gerade, was ich mache. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal an, ein bisschen zu grinden. Meine Pokémon sind ja jetzt auf jeden Fall noch nicht sehr stark, bis auf Sami. Ich würde jetzt sagen, eigentlich würde ich jetzt alleine spielen, würde ich alle erstmal auf Level 10 machen. Das mache ich jedes Mal eigentlich, wenn ich ein Pokémon-Spiel anfange. Bringe ich erstmal mein komplettes Anfangsteam auf Level 10. Aber das wird jetzt auf jeden Fall zu lange dauern. Ich würde sowieso dann jetzt, Folge ist ja eh gleich vorbei, ich würde jetzt anfangen ein bisschen mit dem Grinden, dann würde ich ein bisschen weitermachen und dann, wenn ich ein bisschen aufgelevelt habe, springen wir wieder mit rein. Alles klar, das können wir noch einen Plan. Ich wollte gerade noch was sagen, du hast mich unterbrochen mit deinem blöden Spiegellaber. Tut mir leid. Du hast immer noch über Check24 geredet. Mal eine Werbung, was soll ich jetzt nochmal sagen? Achso. Dass sie das selber hochgeladen haben. Nein, und bei Reddit würde das White People Gifts Subreddit sehr viel an Spaß verlieren, wenn nicht dauernd diese Check24-Dinger da auftauchen würden. Das finde ich immer wieder sehr erheiternd. Und wenn die Deutschen dann immer erklären müssen, was es damit auf sich hat. Ja, voll, ja, stimmt. Nicht nur White People Dance, sondern German White People Dance. Das ist ja nochmal eine Sub-Meta-Kategorie mit ganz besonderem. Können wir auch selbst bestätigen, ja. Ich kann das ja nicht verstehen. Ich bin ja ein hervorragender Tänzer. Das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. jetzt bist du also erstmal dabei, dass Sami auf Level 10 kommt, ja? Ja, also Sami auf Level 10 ist jetzt auf jeden Fall erstmal mein Ziel. Also würdest du denn jetzt auch wirklich alle auf Level 10 bringen, um auf die Safe Card zu spielen, sozusagen? Sagen wir mal so, ich bringe sie alle ein bisschen hoch, aber ich würde jetzt nicht alle auf Level 10 machen. Das würde jetzt einfach zu lange dauern. Ja. Außerdem geht ja auch ein bisschen Spannung verloren. Ich meine, natürlich kannst du jetzt hier hochgrinden bis zum geht nicht mehr, aber wir wollen ja auch ein bisschen Spannung erleben. Bisschen Spannung sein. Gerade in der Arena, wenn da vielleicht der erste fällt aus dem tapferen Team. Was ist, wenn The Tank auf einmal Geschichte ist? Ja, The Tank ist mir irgendwie egal. Was ist, wenn, Boss auf einmal Geschichte ist? Das wäre schon schlimm. Aber mit Boss werde ich natürlich sowieso nicht gegen Gestein-Pokémon antreten. Das ist natürlich richtig. Danke. Kleinstein und Co. sind Gift für Flug-Pokémon. Ganz genau. Oh, ich muss mal ein bisschen meine Sitzart ändern. In Münster gibt es einen Laden, der heißt Sitzart. Stimmt, ja. Da kann man Stuhlmöbel erwerben. Und die werden sogar in einem extra Schaufenster, das sich an einem anderen Ort als der Laden befindet, nochmals beworben. Mhm. Für alle Münsteraner oder Nicht-Münsteraner ist egal. Auf dem Weg zum Bremer Platz, da vor der Brücke, vor dem Bahnübergang sozusagen. Ja.
Bitte. Da wissen alle Bescheid. In der Bundespolizei. Ich finde super, dass du gerade ein Feuerwerk an Product Placement hier heraus. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist wahrscheinlich der eine Schlumpf Bier, den du getrunken hast. Ich bin kein Freund von Alkohol. Aber Krombacher kann ich nur empfehlen. Das ist der Sponsor der Iserlohn Roosters, dem besten Eishockey-Team der Welt, das leider in diesem Jahr in der Saison 2014-15 sehr unglücklich gegen den ERC Ingolstadt in den Playoffs im Viertelfinale nach Spiel 7 ausgeschieden ist. Tragisch war das. Ich konnte mich nicht auf dem Sitz halten. Ich war auf jeden Fall sehr traurig und ich glaube, wenn Philipp jetzt hier seine Pokémon zum Ausruhen ins Pokécenter bringt, dürft ihr euch jetzt auch ein wenig ausruhen. Zu Hause an den Volksempfängern, denn wir müssen jetzt... ihr hasst mich doch sowieso. Münster ruft Dresden. Hallo. Hallo Dresden. Münster ruft Dresden. Hallo. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte bitte, dass du da so einen alten Radio-Filter drüber setzt. Kein Problem, kein Problem. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.